Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von This is the Police. Ein weiterer Tag in Freeburg. Meine Mutter ist gerade angefahren worden. Sie ist im Krankenhaus und kämpft um ihr Leben. Ich sollte bei ihr sein. Ist es schlimm, wenn ich diese Schicht aussetze? Bezieht sich das ja auf, ist es schlimm, wenn er aussetzt? Ist es nämlich nicht. So. Boyd. Is everything okay, Jack? I'm not calling in the middle of a job. No, you're okay. Did you find her? Yes, I found her. Nothing shocking, don't worry. She's living with an insurance agent in the suburbs. He's 31 years old, recently divorced. He has a funny car, you know, like in that movie where that... Did you talk to her? Yeah, we talked. More like I talked and she basically cried. God, she hasn't cried so much since high school. You know, she was dating this boy from a restaurant and... Oh, what was his name? And so, then Laura, she'll be back? Of course she'll be back. She just needs time. Time? You mean once she gets tired of screwing the insurance agent? Jack, you're talking about my daughter. Yeah, I know. I just want her to come back as soon as possible. Don't worry, I'm with you. We just need a little patience. I know it's asking a lot, Jack, but you really just gotta be patient. Wait for my call. All right. Again, I'll wait for the call. Yes, understood. I know the situation is asking a lot from you too, Mrs. Markham. Thank you. And please, call me anytime. Jack? Yeah? You okay for money? Excuse me? Well, you know, where the papers were talking about your resignation, they said you and Laura were a little tight, and I thought maybe you'd... Good God. Jack? Jack? Ja, der Jack hat irgendwie keinen Bock auf Konversation. Er kommt zum Punkt. Meine Lieblingsmusik hier. Ah, ja. Also es gibt noch Hoffnung. Oder auch nicht. Mal sehen, ob Laura zurückkommt. Und vor allen Dingen in einem Stück und lebendig. Das ist ja auch nicht so raus. Ja, Moser wird begraben. Ein aufrechter Diener der Stadt. Heute wurde er mit militärischen Ehren beigesetzt. Das war Detective Moser, den haben wir auch noch selbst um die Ecke gebracht. Das ist gut. Nicht gut. Oh. Momente mal. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen für die A-Schicht. Und hier haben wir unsere drei asiatischen Polizisten. Asiatisch stämmen, Shubaki, Ozaki und Kochi. Der sieht doch ganz gut aus, oder? Tipptopp. Aktuell keine Ermittlungen am Laufen. Alles gelöst. Wunderbar. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Eine junge Mutter hat berichtet, dass ein alter Mann in Lumpen den Spielplatz betreten, den Hügel erklommen und dann zu schreien begonnen hat. Das Universum besteht aus Leiden. Ich werde euch alle töten. Die erzürnte Mutter rief zurück. Verschwinden Sie. Sie ängstigen die Kinder. Fuck the Universe. Wir schicken mal Purdy und Godbomber. Das könnte reichen. Ich hoff's. Kann er mit Abzeichen, aber okay. So, Powers hat drei Abzeichen. Aber ist ein bisschen schlechter als Coachy. Dann können wir eigentlich mal wieder Abzeichen vergeben. So, wie sieht's denn aus? Keiner tot offensichtlich, sonst hätten wir hier schon eine schwarze Binde. Täter ist gefasst und die beiden kriegen mal ein bisschen was dazu. Das war doch super für unseren Gottbomber. Tippitoppi. So, Bombendrohung im Ghetto, Freunde. Gerade kam ein anonymer Tipp herein. Ein paar Schläger basteln im Keller eines verlassenen Gebäudes mit Plastiksprengstoff herum und verteilen ihn zusammen mit Spielzeug an Kinder. Bitte was? What the fuck? Schauen wir mal. Warum nicht das SWAT-Team? Ja, weiß ich nicht.
Weil das Teenager sind. Dann, gut, das SWAT-Team kann wahrscheinlich nicht in die Luft fliegen, oder? Das wird ersetzt. Da haben wir ja auch wenig Einfluss drauf, da irgendwelche Leute zusammenzustellen. Auch nochmal ganz witzig, oder? Wenn man sein SWAT-Team selber zusammenstellen könnte. So, bereits vor Ort. Die Lage ist ernster, als wir dachten. Brauchen Verstärkung. Komm, wir schicken da alle hin, Freunde. Ich habe keinen Bock, dass hier jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Jetzt haben wir 8 Leute vor Ort, Freunde. Brauchen auch nochmal ein bisschen. Wenn jetzt was reinkommt, haben wir natürlich ein Problem, ich weiß. Und wenn es jetzt Boom macht, dann haben wir auch ein Problem. Weil dann sind mal die ganzen Cops weg. Und das ist nicht gut. Bombendrohung. Täter gefasst, Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Wow, und Sprengstoff gefunden. Sehr geil. So. Wir verkaufen und machen 50-50. Wie gehabt, Freunde. Das passt schon. Das könnte knapp werden. Wie viel soll man schicken? 2 Laster auf einer Landstraße. Das gucken wir uns an, wenn unsere Leute zurück sind und wenn wir die Chance haben, darauf zu reagieren. Falls wir sie bekommen sollten. 4, 3, 2, 1. Boom. Schade. Schlecht, ne? Täter entkommen, aber keiner tot. Na komm, geht schon noch. Was? Die Frau eines jungen Bankers, der uns vor kurzem bei einem wichtigen Deal geholfen hat, hat soeben in Tränen aufgelöst, angerufen und gesagt, dass ein paar Schläger ihren Mann in der Garage in die Ecke getrieben haben. Sie sagt, dass sie ihn gefesselt haben und drohen, ihn anzuzünden. Zweifellos Vargas-Leute. Das wird mal was für Fahl. Ah, Gottbomber. Da brauchen wir schon noch viele Tage, damit der Gottbomber auch zum Gottbomber wird. Bewaffneter Raub beim Pfandleiher. Ein bewaffneter Mann ist in das Geschäft eines Pfandleiers gestürmt, hat verlangt, alles Geld und alle Wertgegenstände in eine Tasche zu packen. 6 Leute können wir schicken. Hier schicken wir mal und das SWAT-Team schicken wir mal. Oh, so. So. SWAT im Einsatz. Ja, bewaffneter Raubüberfall, da kann man das SWAT-Team schon mal hinschicken. So, Fall ist fertig bei der Sand-Geschichte. Nachbarschaft der Sägemühle. Nochmal Sand. Ah, da warten wir erstmal ab. Da warten wir erstmal ab, ob wir hier nicht noch gleich Verstärkung schicken müssen. Gucken wir mal. Bewaffneter Raub. Ja, wunderbar. Ja, hat gut geklappt. Oh, bisschen Schmuck, den verkaufen wir auch nochmal. Bisschen Kohle ist nicht schlecht. Und zur Sägemühle schicken wir Gottbomber und Pfahl. Das ist doch okay. Schade, dass die da nix an Stärke dazu gewinnen. Aber hey, wir wollen uns Sans vom Hals halten. Deswegen, Freunde, müssen wir schon gucken. Hat er uns ja auch gesagt, wir sollen gucken, dass die Sans das Übergewicht behalten. Haben sie natürlich dicke, aber wir können uns auch erlauben, da mal 2 Leute hinzuschicken. So eine kurze Statusmeldung fände ich auch immer ganz nett. Ob das jetzt erfolgreich war oder was? Keine Ahnung, sehen wir dann immer hier, ne? Wahrscheinlich. Gut, 16,5. Aber alles easy going. So, müssen wir irgendwie noch Schichten switchen? Ich denke eigentlich nicht. Die haben wir nicht ganz so viel Nulpen dabei wie hier. Aber die Elite mit Coachy ist natürlich auch in Schicht B. Aber das sollten die eigentlich auch packen. Das Einzige wäre höchstens noch ein Detective, aber die müssen sich auch mal ausruhen, ne? Gordon auf jeden Fall. Und für Schicht A können wir ja auch noch 2 Detectives mal einstellen, wenn dann mal ein paar vernünftige auf dem Markt sind. So, für Neubau des Stadions zugesicherte Gelder verschwunden. Alter, ist das ein korruptes Drecksloch. Drohende Epidemie, die neue Grippe und Obdachloser gewinnt Lotterie mit 23 Millionen Dollar. Das ist nice. Was? Chavers und Robbins sind nicht wieder zur Arbeit gekommen. Gerüchten nach sind sie nach Tibet aufgebrochen. Das war dieser tibetanische Mönch, den wir da reingelassen haben. Ich habe gestern eine Wette verloren und meinen Autoschlüssel verschluckt. Gestern Abend habe ich dann Blut gekackt. Ich denke, ich sollte besser zum Krankenhaus gehen.
Ja, das könnte das Blutkacken und nach Schlüssel verschlucken. Müssen wir hier mit einer Rumpfmannschaft jetzt loslegen? Da. Jetzt brauche ich was zur Beruhigung. Jetzt gibt's Chopin, Freunde. Egal. Beethoven war ja nicht so. Hallo. Eingespielt durch Xuan He. Schon mal in Vorbereitung auf den Besuch der asiatischen Delegation, die morgen stattfindet. Asiatische Polizisten einstellen. Morgen trifft er ein. Wir hoffen, dass alles bereit ist. Jawohl, wir sollen ja dann bloß gucken, dass da im Prinzip die Leute, Stadtverwaltung, so ein paar Sachen haben wir gemacht. Ja, man muss da eben auch gucken, ne? Wenn es geht. Weil das sind alles die Mafia-Aufträge, die wir gemacht haben. Stadtverwaltung haben wir bis jetzt nur den Helden beschützt. Und die asiatischen Polizisten, das kriegen wir aber auch hin. Auf der Arbeit, ja, das sollte passen. Wir haben jetzt ein bisschen was. Oh, geil. Cool. Viel Spaß in Tibet, Leute. Wir holen uns jetzt mal den George Mitchell für die Schicht A. Und dann. Ja, die sind beide aus der Schicht A gewesen. Holen wir uns den nochmal. Und dann, Freunde, holen wir uns auch für Schicht A nochmal zwei Detectives. Hehehe. Oder zumindest John Davenport. Den holen wir uns schon mal für Schicht A. Den anderen heben wir uns nochmal auf. Sehr, sehr gut. Und morgen können wir auch mal wieder hier ein bisschen was fragen. Wir könnten hier auch mal drei Sachen fragen, ne? Polizist, Detective und eine Gehaltserhöhung zum Beispiel. Oder eine SWAT-Verbesserung, dass wir die zweimal einsetzen können. Fände ich jetzt auch keine schlechte Idee. Oh, hier geht's schon wieder los. Raub im Hafenlagerhaus. In einem der Lagerhäuser am Hafen ist ein Alarm ausgelöst worden. Der zuständige Wächter reagiert nicht. Aber der Besitzer sagt, das wäre nicht ungewöhnlich. Offensichtlich ist der Wächter ein alter Mann, der oft trinkt und in dem Lagerhaus auch übernachtet. Der Raum, in dem der Alarm ausgelöst wurde, dient zur Lagerung gefrorenen Fisches. Ah, da schicken wir mal die Gar. Ein gefrorener Fisch. Alarm ausgelöst. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass das irgendwie falscher Alarm ist. Der ist besoffen und ist da auf irgendwas gekommen oder so. Wahrscheinlich ist kein falscher Alarm und gleich kommt die Nachricht, das ist schlimmer als wir dachten und ich muss noch 10 Leute schicken. Christopher Sand mit Flammenwerfer einen Stadtpark niedergebrannt, der nach Sand benannt wurde. Das ist eindeutig ein Fall für die Polizei. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings wirklich. Das muss man mal so sagen. Das ist wirklich ein Fall für die Polizei, unabhängig davon, dass der Park nach Sand benannt wurde. Ist das keine so coole Idee? Obwohl wohl niemand verletzt. Der Alarm wurde von einem Vogelschwarm ausgelöst. Der Wächter war betrunken und in Gesellschaft einer Prostituierten. Na bitte. Hab ich's doch gerochen. Naja. Kein Ding. Alles easy. Chopin leise im Hintergrund kann man machen, finde ich. Kann man schon machen. Eine Vergewaltigung im Ghetto. Ein älterer Mann hat auf einem nächtlichen Spaziergang mit seinem Hund gesehen, wie ein Mann und eine Frau eine dunkle Gasse betraten. Anschließend hört er die Frau Hilfe rufen. Hilfe! Er will mich vergewaltigen! Ein Mann und eine Frau, dunkle Gasse, Vergewaltigung. Freunde, da schicken wir die ganze Truppe. Das ist doch Ehrensache. Diebstahl im St. John's Krankenhaus. Kurz nachdem in dem Gebäude der Strom ausfiel, verschwanden alle Schmerzmittel aus der Apotheke im Krankenhaus. An den Türen finden sich keine Spuren, die auf einen Einbruch hinweisen. Dann war es wohl der Arzt oder die Krankenschwester. Na, wir werden mal sehen, was das Ganze hier ergibt bei den Ermittlungen. Und wir können ja theoretisch. Wir können gleich mal gucken. Ja, das ist jetzt doof. Ein Diebstahl. Eine ältere Frau, die für die Nacht die Rollläden heruntergelassen hat, bemerkte, wie auf der anderen Straßenseite zwei Teenager das Fenster eines Autos einschlugen und dann einstiegen. Samali, das musst du mal regeln. Ja, zwei Teenager? Du als alter Vater, als Familienvater. Ein verwundeter Mann liegt bewusstlos neben einer Frau in einem zerrissenen Kleid. Die Frau steht unter Schock und verbirgt etwas hinter ihrem Rücken. Oh Gott. Oh Gott. Trinken einen Kaffee um die Ecke. Eine Waffe auf die Frau richten, die Hände zu heben. Keine Sorge, wir haben einen Zeugen.
Ein verwundeter Mann liegt bewusstlos neben einer Frau. Also ein Kaffee trinken ist Quatsch. Wir bekommen keinen Ärger. Also ich finde das schon ein bisschen suspicious. Der hat ja auch nur gesehen, wie die beiden in die Gasse sind. Dann hat sie geschrien. Verwunderter Mann. Verwundet. Verwundeter Mann, nicht verwundert. Oh, Alter. Zu dumm zum Lesen, um es. Der ist verwundet. Verbirgt er so. Vielleicht hat sie sich gewehrt. Wir sagen mal, wir haben einen Zeugen. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Nach 10-mal lesen. Ein verwunderter Mann liegt bewusstlos. Ganz verwundert liegt er bewusstlos auf dem Boden und wundert sich, was wir da plötzlich machen. So, okay. Das lesen wir uns dann durch. Wenn es soweit ist. Ich wollte erst mal gucken, ob wir da noch mal so ein paar Detectives dazu schicken können. Ja, gucke mal. Hier zum Beispiel Mr. Davenport. Ah ne, der ist ja mal fertig. Was ist denn hier mit Weaver und Mole? Dann schicken wir die nochmal dazu. Dass die dann da, ich weiß nicht, ob die jetzt direkt arbeiten oder die nächste Schicht dann übernehmen. Wie auch immer, zumindest haben wir ein bisschen Manpower. Heute wird in Freeburg ein Konzert des Popsängers Blablabla stattfinden. Wir haben den Organisatoren versprochen, bei der Sicherheit auszuhelfen. Bitte schicken Sie Ihre besten Leute. Würde ich gerne tun. Kann ich aber gerade nicht. Was mich ja auch ärgert, aber die sind unterwegs und machen hier wichtige Sachen. Zum Beispiel Autodiebe einfangen und so. Jetzt könnte ich. Jetzt würde ich schicken. Ganz ehrlich. Stadtverwaltung will ich natürlich nicht. Sonst geht's gleich wieder los. Warte mal. Na gut, das ist jetzt kein größerer Auftrag, war so eine kleinere Geschichte, ne? Aber dann geht's gleich wieder los und wir müssen eine Kopfstelle weghauen. Was natürlich nicht so schön wäre. Octopus-Restaurant. Die Sands brauchen Hilfe. Eine Verlobungsfeier ist zu einer Bombenkrise geworden. Eine leistungsstarke Bombe direkt unter der Gästetafel gefunden. Unsere Experten haben sie bereits entschärft, aber es wäre schön, wenn die Polizei unsere verängstigten Gäste beruhigen und bestätigen könnte, dass die Situation unter Kontrolle ist. De Gore. Einmal Cop spielen, bitte. Also, richtig Polizist sein einfach. Ah. Nicht schon gut. So, es wird dunkel, aber der Tag ist noch lange nicht vorbei. Im Gemüseladen gibt es nämlich einen Angriff. Zwei Frauen und ein Mann wurden dabei beobachtet, wie sie ein afroamerikanisches Pärchen angriffen und ausgerechnet mit Stiefeln auf sie einschlugen. Ein örtlicher Ladenbesitzer warnte sie, dass er die Polizei rufen würde, worauf der Mann weglief, die Frauen aber den seltsamen Angriff fortsetzten. Aha. Schauen wir mal. ...21 Uhr. Wenn wir Glück haben, kommt jetzt nicht noch was rein. Wenn wir Pech haben, schon. Können wir uns mal hier den Stellvertreter ein bisschen anschauen. Hier mal ein Spitzel. Angestellten? Nein. Was bringt das? Keine Ahnung. Schweigen brauchen wir nicht. Namen brauchen wir auch noch nicht. Ein Grillfest. So. So, entspannen die sich dann oder was bringt das, so ein Grillfest? So, wie sieht's denn aus? 63 von 15. Fälle gelöst 4. Das ist eigentlich schon mal ganz okay. Verstorben Polizisten 2. Verstorben Detectives 1. Entlassen 2. Beamte entlassen 9. Ja. Bester Cop und Bester Detective. Bleiben Tag 159. Alter Falter. Polizeischule. Das fände ich nochmal eine ganz coole Sache eigentlich. Naja. Schauen wir mal. Hat ja das letzte Mal nicht so gut geklappt. Aber mich würde mal interessieren, was passiert, wenn es klappt? Was das für einen Schub bringt, vor allen Dingen. Police Academy. Also sind wir 2 Tage weg, ne? Wir können ja diesen Vogel mal, diesen 5-Sterne-Kopf mal hinschicken. Hehehehe, 3 neue Schnappschüsse, reicht aber noch nicht, Freunde, deswegen
Warten wir noch mal ein bisschen, bis wir da eine größere Auswahl haben. Und dann schauen wir uns das mal an. Wer es war, der Arzt oder die Krankenschwester? Oder der Pförtner? Ist immer der Mörder, der Dieb, der Gärtner. Oh. So, Tag beenden, Freunde. Ja, da. Alles gut. Tippitoppi Leader. So soll das sein. Wunderbar. Oder sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Lumi.